So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und ja, heute ist ein neues Update rausgekommen und ja, da war ein neues Mesher-Pack mit enthalten und das ist das griechische Mythologie-Skin-Pack, Skin-Pack vor allem. Aber ja, Skins sind auch dabei, die kann ich auch mal zeigen, aber das griechische Mythologie-Skin-Pack und ich muss euch einfach sagen, diese Welt ist einfach so hammer gemacht. Die ist wirklich richtig hammer geil gemacht, muss man einfach sagen, wenn man sich das hier schon einfach mal anschaut, hier das Parthenon einfach direkt. Ey, das sieht so geil aus. Das sieht richtig krass aus. Das muss ich jetzt einfach mal wirklich sagen. Also ich habe mir die Map vorhin schon mal kurz angeguckt und ich war einfach überwältigt. Also es war wirklich... Oh, wechseln den Offline-Modus. Ja gut, habe ich gesagt. Müssen wir jetzt kurz warten. Ah, so. Meine Verbindung ist nicht gerade die beste und... Das ist einfach Hammer gemacht. Ich verstehe das nicht, wie man sowas machen kann. Aber wir zeigen mir mal die geilen Sachen hier. Auf jeden Fall hier das da. Das sieht... Alter. Diese Statue ist einfach so riesig. Die ist einfach so fett. Ey, das... Ich kann mal näher rangehen, aber ich glaube, wenn man das so von Weitem sieht, sieht das, glaube ich, viel besser aus. Also, wirklich Respekt. Das ist wahrscheinlich eher alles mit dem PC gemacht, aber das sieht trotzdem richtig hammer aus. Ich gehe mal jetzt ins Parthenon rein und dann mal gucken, wie es hier weitergeht. So, ich laufe mal. Und die, hört ihr die Musik? Ich glaube, ich hoffe. Was ist hier? Oh, eine Schallplatte ist das. Oh ne, das war nur irgendwie ein Nebenraum. Hä? Das war doch das. Ist das nicht das Parthenon hier? Doch, das ist das. Ah, ich muss von der Seite rein. Okay. Hier ist die Athena. Also das sieht doch wirklich so aus. Wenn ich mich nicht irre. Also es muss wirklich so aussehen in echt. Und ja, das ist die Göttin des Krieges und der Weisheit, falls ihr die kennt. Athena müsste so sein. Sofern ich mich auskenne. Aber es sieht auch wirklich richtig hammer aus. Also besser kann man es auch fast nicht machen. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter hier. Auf jeden Fall, die Map ist... schon groß, ja, also die ist wirklich groß und da gibt es auch viel zu entdecken, also hier sind noch so kleine Nebendörfer und alles und das ist einfach wirklich geil. Also da fällt mir wirklich ein besseres Wort ein als geil, weil glaubt mir, wenn ihr euch das selber angeguckt habt richtig, dann werdet ihr das schon verstehen. Falls ihr das jetzt nicht habt oder so, und also hier ist sogar noch so eine Schlucht, ey, das habe ich auch noch nicht hier das da gesehen. So einen kleinen Pfad. Ja gut, dann geht's mal hier weiter und die Berge. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bei meinem anderen Video mal gesehen habt. Die Berge, einfach Bestes. Und hier war eine Höhle. Aber das ist wahrscheinlich eine normale Höhle. Aber Berge, die so sind, die sind wirklich hammer einfach. Das sind wirklich geile Berge, ey. So Berge, ey. Nee. Was Besseres kann man sich nicht vorstellen, also die sind richtig geil. Und hier einmal der Olymp für alle Leute, die ihn nicht kennen. Also ja, ein Freund war auch bei mir und wir haben uns das zusammen angeguckt und der hat gesagt, das wäre der Olymp und da hat er auch recht gehabt. Jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum. Am Anfang hätte ich gedacht, hey, was soll das sein? Aber ihr seht ja schon, wie hammer einfach das aussieht. Hier unten auch wieder nur eine fette Stadt. Mit riesen Stadtmauern. Na, Stadtmauern jetzt nicht, aber wenn man das, sich das jetzt mal so anguckt. Also wirklich hat man die besten Aussichten auf diese ganzen Gebäude. Das sieht einfach richtig episch aus. Also wirklich jetzt, wenn ich das jetzt bewerten würde, ich würde einfach direkt so 10 Sterne machen oder so, weil das sieht einfach so, ich kann schon gar nichts mehr sagen, aber hier kann man sehen, dass das der Olymp ist, weil hier gucken die auf die Erde, wenn man das mal so sieht. Müsste die Erde sein, denke ich. Sieht doch so aus, ja. Und hier sitzen die dann halt, oh, vom PSN abgemeldet, ja gut, habe ich gesagt, aber, ups, so. Beim nächsten Mal nehme ich einfach auf, ohne mich beim PlayStation anzumelden. Aber ja, das ist hier dann einmal noch so der Olymp. Ich kann immer einmal so außen rumfliegen. Hier noch so ein schöner Garten.
Ich kann mal hier alles schön zeigen. War wirklich einfach episch gemacht. Richtig episch. So, dann fliegen wir mal weiter. Hier gibt es noch ein paar Sachen mehr zu sehen auf jeden Fall. Und ja, es ist auch noch was Neues dazu gekommen. Nämlich, das war auch was, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt ein Fehler oder so? Aber, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, aber es sind jetzt hier auch, wo sind sie denn hier? Akazienholz und Schwarzeichenholz dazu gekommen. Also wir haben noch zwei neue Holzarten dazu bekommen, aber die sind leider nur im Kreativmodus verfügbar. Natürlich auch dann halt die Holzzäune und hier die Holztore und die Türen auch und die Half-Slabs und die Treppen sind natürlich dann auch alle dazu gekommen. Und ja, hier haben wir einmal das trojanische Pferd und da ist dann auch wieder so eine kleine Stadt, so ein Mini-Tempel. Da ist ein Pferd drin, okay. Ey, das sieht aber alles so nice aus. Hier Hafen und... nee. Durchspringen! Ah, da ist nichts, schade. Okay, dann mal weiter gucken hier. Ja, aber das ist wirklich richtig episch. So, dann fliegen wir hier weiter und hier ist schon das nächste jetzt. Das hier ist auch eine richtig geile Attraktion, sage ich jetzt mal so. Und da, ihr habt vielleicht schon ein bisschen was gesehen und die Welt lädt auch richtig cool. So, einmal das hier. Wenn man da jetzt reingeht, dann seht ihr vielleicht. Und da haben wir einmal die Medusa da stehen. Ich kann mal gucken, ob man das auch besser sehen kann. Aber ich glaube, das kann man gut erkennen, dass das Medusa ist. Mit den Schlangen hier, Schlangenhaare. Tempel der Medusa, Zähne, ganz gefährlich, fliegen wir mal noch rein, ich glaube da gibt es auch nicht so viel, hier ist dann halt so ein Treppenaufgang, wo man dann halt hier hochkommt, oder hier kommt man dann auch raus, oder was ist hier, ja da ist dann nichts mehr, aber hier kommt man dann noch Treppe hoch, wenn ich mich nicht irre, kommt man da hoch, ne, aber hier kann man hoch, dann gehen wir hier mal hoch. Mal hier gerade wechseln. Dann fliegen wir gerade hier nochmal lang. Aber ja, ich zeige es jetzt wirklich nur so grob einmal drüber, weil sonst geht das Video, glaube ich, zu lange. Und jetzt hier nochmal so eine Hammerstadt. Hier ist auch nochmal die Statue von hinten. Und hier in den Kopf kann man rein, sehe ich gerade. Oder? Ne, das ist nur ausgeleuchtet. Aber was ist das gemacht? Was ist denn das? Das interessiert mich jetzt mal. Ah, hier. Brauner gefärbter Lehm. Okay. Ja, wirklich nochmal einfach hammergeil gemacht. Das hier sieht auch so episch aus. Ist alles einfach so richtig episch. Und hier leckt es ein bisschen. Das ist wahrscheinlich wegen dem Feuer und allem. Vielleicht merkt ihr das ja. Aber, ey, das sieht einfach so episch aus. Glaubt mir. So, und dann haben wir hier noch ein fettes Labyrinth. Hier ist noch ein neuer Tempel. Da können wir auch mal reingehen. Wer ist das? Wer soll das sein? Soll das Zeus sein? Ja, was laber ich? Ja, auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Und hier einfach ein Riesenlabyrinth. Wir können es ja mal versuchen. Wenn es zu lang dauert, dann mache ich schon geil. Direkt eine Sattgasse. Ich mach's jetzt einfach mal. Vielleicht finde ich einen Weg. Oh, eigentlich dürfte ich nicht springen, aber. Jo. Auf jeden Fall hier ist der Ausgang. Da ist so ein Stier, der sieht auch übelst geil aus. Nein, da gehe ich nicht lang. Hier lang. Oh, hier geht's sogar hoch. Jetzt hier. Wir sind schon fast am Ziel. Wir sind fast am Ziel. Sag jetzt nicht, da kommen wir nicht rein. Also kommen wir nicht raus. Ja, okay, ne, egal. So, aber hier sieht man noch den Stier, der sieht auch übelst geil aus. Ne, also doch, ja, Stier. Keine Ahnung. Aber so ein komisches Viech. Sorry für meine coolen Kenntnisse. Also, tut mir leid, natürlich. Und hier haben wir auch noch so eine richtig geile Arena. Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall, das sieht wirklich, das ist das gelungenste Mashup-Hack, was sie
jemals gemacht haben. Das muss ich echt sagen. Also dagegen sind alle anderen wirklich nichts. Dieses Mecha-Pack macht wirklich einfach alle platt. Hier ist so eine kleine Arena noch drin. Mit einem Minotaurus. Ah, das war ein Minotaurus, das oben. Müsste eigentlich einer gewesen sein. Also das Ding war es halt. Minotaurus ist das, glaube ich. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, fliege ich einfach mal nochmal hoch. Weil ich glaube jetzt schon 10 Minuten, ja, habe ich gesagt. Also, aber echt, das war es auch so ziemlich, glaube ich. Ich denke mal, dass das so ziemlich war. Hier halt noch so ein paar Kleinigkeiten mit so einer Brücke und so einem Handelsplatz. Und ja, dann müsste das eigentlich so ziemlich alles gewesen sein, auf jeden Fall. Oh, hier ist noch so was Kleines, so eine kleine Ruine. Und wie schon gesagt, im Update sind auch neue Hölzer dazu gekommen nochmal. Und wir können auch mal kurz vielleicht die, wo ist es denn, da die Skins mal kurz zeigen, einmal kurz durchgehen. Ich mache wirklich nur kurz, ganz schnell, weil das Video geht jetzt schon übelst lange. Prometheus, okay. Hydra, cool. Ja. Was? Herakles. Okay, kenne ich nicht. Achilles. Oh ja, die ganzen Perseus. Zeus. Oh. Hades. Okay. Poseidon. Apollo. Ja, aber die ganzen Skins hier auf jeden Fall, die sehen auch übelst nice aus. Muss man einfach sagen. Also, da haben sie wirklich nichts falsch gemacht hier. Na, Seemonster. Okay. Troja. Auf jeden Fall wirklich geil. Sehr gut gelungen. Und Zyklop. Minotaurus. Ja. Zyklop. Medusa. Und das waren, glaube ich, alle. Ja. Auf jeden Fall, dann würde ich einfach mal sagen, fliegen wir einfach nochmal hier, um das Video zu beenden. Einfach hinten an die Statue ran. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal bitte eine Bewertung, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, jetzt müssen wir noch das richtige passende Bild finden. So, dann würde ich sagen, beende ich das Video, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.